Wo machst du was? Kurze. Ich gehe kurz auf meinen anderen Account. Alles klar. So, ich mach normalerweise Zellen immer so. Na, ich kann nichts posten, ich bin ja kein Ding. Oh Gottchen. Wo bist denn du? Also, twitch.tv/Hubschrauber einfach. Ja. Kann ich nicht machen, ist ein Befehl. Ach du Scheiße, ey. Soll ich's posten? Dann mach mal einfach mal. Da. Macht einfach, das ist euer TV und das da. Einfach dahin. So, Janik, ich geh mal kurz in meinen Channel. Post da rein. Ich hab mich gerade mal angemacht und dann kläre ich das dann kurz. So. Da. So. Brauche ich nochmal Tipp dazwischen. Und Küche klein halt. Dazwischen soll ich die Küche bauen. Ist blöd. Da kommt auch nie wer von. Das da. So, bis dann. Bis gleich. Da passt auch nie in der Küche rein. Oder? Also ich mache normalerweise hier so, dass ich hier 16 Leute in einen Block bringe. Das heißt, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Das hier werden die Duschen. Ich mach die mal zu, damit ich weiß, dass es die Duschen sind. Also 4 hier, 4 hier. Dann machen wir nochmal 4 hier. Und 4 hier. Kennt eigentlich irgendeiner von euch Küchenarchitekt noch nicht? Sagt mal bitte Bescheid. Damit ich das vielleicht auch erklären kann. So und so und so. 1, 3, 4, 4 und so. So, ich kenn's nicht. Ich weiß nicht viel. Okay. Halt unter dem Block. Euch. Hä? Unter. Im unteren Block die Staff. Ich weiß jetzt nicht genau, was du mir damit sagen möchtest, aber okay. So. Jo, du kennst es. Es kennen also einige nicht. Also, Prison Architect geht es darum. Wir bauen Prison auf. Und im Endeffekt müssen wir das halt verwalten. Also ich mache normalerweise hier immer die Küche hin. So eine Küche. Ungefähr. Das kann man noch vergrößern, wenn man es will. Machen wir die Holding Cell vielleicht diesmal. Ach, das ist immer so ein bisschen anders. Ups. Mal vielleicht so die Holding Cell. Warte mal, wie groß muss denn die Holding Cell werden? Fressbereich. Der Garage. Gabelschmelze. Hier unten drunter soll ich Küche und Fressbereich machen. Ich mach's jetzt mal hier neben dran. Groß muss die Holding Cell werden. 5x5. So. Das heißt, Planning. 6x7. 7. So. Da ist es, hier müsste 5x5 sein. Perfekt. So, das ist die Holding Cell. Da unten geht's durch. Da ist die Küche. Ihr wisst ihr was? Weißt du, was wir machen? Wir machen die Küche hinter das hin. Das hier wird die Kantine. Und da kommt die Küche hinten dran. Was hältst du von dem Vorschlag? Und Auswählen sind Pflicht. Ja, sie sind Pflicht. Was hältst du davon, wenn wir hier einmal noch ganz unten rum einen Zaun ziehen? Einmal komplett rumherum. Um das komplette Ding herum. Also einfach nur einen Stacheldrahtzaun, weil der kostet nichts, das ist das Gute. Sind das Zäune? Nein, das sind keine Zäune, das ist Planning. Das ist einfach nur, wie ich es nachhaben haben möchte. Wenn ich jetzt hier auf was anderes drücke, dann bleibt das hier und ich kann den Linien nachbauen. Das ist praktisch wie wenn ich jetzt ein Bild nachher abzeichne dann, wenn du so willst. Schön ist, dass man hier Fans kostet nichts, kostet absolut gar nichts. Kann man also einfach schön hier den ganzen Weg nach unten entlang ziehen, das hier will ich nicht. Den ganzen. Das hier sind jetzt Zäune, die ich baue. Sind Betonwelle. So, nach oben.
Dass wir einmal den kompletten Bereich abgrenzen. Es dauert zwar eine Weile, bis sie das gebaut haben, aber das passt schon. So. So, runter. Was ich jetzt gern mache, das bauen wir nochmal weg. Was ich immer ganz gern gemacht habe bisher, wir haben ja hier diese Utilities, diese Power Station. Die passt hier eigentlich ziemlich gut hin. Mal gucken. Mal ganz kurz. Wenn ich jetzt hier nämlich... Wie groß ist denn die Power Station? Ich kann mir das nicht merken. Okay, das ist doof. Das ist doof. Da passt die Power Station nicht mehr ganz hin. Schade. Weil die Power Station braucht drumherum einen Block jeweils frei. Die packen wir dann woanders hin. Packen wir die Power Station. Das ganze andere Zeug da oben hin vielleicht. Und das so. Das ist so und ich weiß was. So. So. Das hier weg. Das hier weg. Und das hier hin. Das hier wird unser kompletter Garbage-Raum. Und da oben kommen eben noch Power Station und Pump hin. So. Ja, das wird ewig dauern. Ich weiß, dass das ewig dauern wird. Aber es wird reichen. Es wird funktionieren. Ich habe das schon gemacht. In meinem Let's Play läuft das, nicht das auch so. Wir können eigentlich schon mal anfangen zu bauen. Gerade was wir auch bauen könnten, wäre schon mal der erste Zellenblock. Der ist eigentlich immer ganz wichtig. Wir den hier schon mal bauen. Wie das hier da unten bauen. Und wie wir jetzt merken, für die, die jetzt auch ein bisschen unwissend sind, wir werden gleich Geld ausgeben. Wir sehen da oben unsere Geldzahl. So. Achso, ja. Ja, das ist jetzt doof. Muss man warten, bis das gebaut ist. Das braucht einen Eingang. Eingang mache ich hier eine Large Jail Door, please. So. Und da unten, und das finde ich verwenden viel zu wenige, eine normale Door. Es wird sauber selten eine normale Door verwendet, obwohl die eigentlich ziemlich nützlich ist. So. Kannst dir auch auf die auf die andere Straßenseite bauen. Was will ich denn auf der anderen Straßenseite? Da drüben ist ja kaum Platz. So, wir bauen hier das Ding da. Ach Mist, da oben hätte ich vielleicht einen Zaun vorher noch wegmachen müssen. Vielleicht denken sie ja dran. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen, also wir haben hier jetzt die Holding Cell. Die Kantine, sowie die Küche. Können wir die Grants annehmen? Das wäre vielleicht was ganz Gutes. Die Grants geben uns nämlich Geld. Erstmal ganz schön viel Geld sogar. So, alle Grants angenommen. Wir brauchen ein Yard. Den Yard, den baue ich mal. Wo könnte man den Yard schon planen? Guck mal. Wenn wir hier so den Küchenbereich haben, was haltet ihr davon, wenn wir hinter dem Küchenbereich, also praktisch hier das einfach so eindämmen? Wir können das mal kurz. Ich kann das kurz mal zeigen, wie ich das meine. Einfach den Yard nehme. Und so baue. Das ist doch eigentlich eine gute Idee, oder? Ja, ich brauche ein Yard. Ja, Büros. Büros brauche ich, genau. Was ist eine Solitary? Eine Solitary ist eine Einzelhaftzelle, wo Leute reingesteckt werden, wenn sie böse waren. Und machen wir das so, dass wir da den Yard hinbauen. Geht das jetzt nicht? Achso, echt blöd. So. Wieso? Machen wir da den Yard hin und brauchen noch eine Tür. Das heißt, wir nehmen hier eine Jail Door da oben. So, ich denke, Jail Door ist auf euren angebracht. Hallo Virus! Schön, dass du da bist. So, ich brauche Büros. Oh, Outsaving. Okay. Ich brauche Büros. Da habt ihr recht. Und ich baue gerne Büros in so einem Komplex hin. Und da die Büros sowieso. Die Leute da drin machen nichts, außer in den Büros rumlaufen. Momentan kann man die ja eigentlich hier unten hinbauen. So, wie groß muss ein Büro werden? Ein Büro braucht die Größe von, wo haben wir es denn? Office, da, 4x4. Das heißt, ich brauche ein 6x6 Gebiet. Das können wir eigentlich mal, bauen wir mal hier hin. Wir haben 6x6.
ist das gleich groß. Oh, ein Ding hier mehr. So. 606, 606. 606. 606. 606. So. Das wäre ja mein erster Bürokomplex. Dass ich da ein paar Büros reinbaue. Halt eine Zelle, dann muss noch ein bisschen. Dann müssen alle eine Solitary. Nein. Eine Solitary ist keine normale Zelle. Eine Solitary ist eine besondere Zelle. Eine Solitary Cell ist eine Zelle, die, so. In eine Solitary Cell werden Gefangene reingesteckt, die eben nicht ganz so nett waren. So. Checks. Staff Door. Dahin. Und dahin. Also da kommen halt böse Gefangene rein. So, Kantine. Brauchen Showers. Die werden da auch reingebaut. Wir brauchen eine Holding Cell. Die wird da unten noch hingebaut, sobald das Gebäude hier mal fertig ist. Ich kenne ein tolles Minecraft. Power Station ist der Bereich. Ja, da kommt die Power Station kommt dahin. Willkommen zurück, Crazy. Die sind hier schon fleißig am Arbeiten. Ich hoffe, die mit dem Zaun machen hin, ne? Zaun ist aber schon ganz gut. Ich trinke mal kurz einen kleinen Schluck. Moment kurz. So, wieder da. Du kennst ein tolles Minecraft-Minigame. Was kennst du für eins? Ich kenne auch ein paar, die sind ganz nett. Ist die Tür jetzt nicht gekommen? Was ist da? Oh, ein Schild. Es ist doch hinter Türen. Ist die nicht eingebaut? Warum wird der Jarten jetzt nicht als Jarten erkannt? Ich bin doch nochmal 17 Minuten weg. Muss noch CubeWorld-Part aufnehmen. Viel Spaß beim CubeWorld-Aufnehmen. Ich kenne ein tolles Minecraft-Minigame, das heißt Cops and Robbers. Worum geht's bei Cops and Robbers bei Minecraft? So erkläre dich. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen Medical Ward. Der Medical Ward, den verbinde ich auch gerne mit dem Toten Ward, also mit dem Leichen. Deswegen könnten wir es eigentlich so machen, oder? Und dann brauchen wir genau hier eine Wand ein, mit hier einen Durchgang. Und hier hinten ist das Totencenter. Was haltet ihr davon? Ist das in Ordnung für euch? Hallöchen, Demfrontschwinn. Netter Name. Hi there. Ist okay. Machen wir das mal. Der Medical Ward ist nämlich relativ wichtig. Wir haben immer... Wow. Okay. Das ist jetzt doof gelaufen. Ich hab eine Error-Meldung. Ihr dürftet jetzt gerade irgendwie gar nicht so viel sehen, ne? Ja. Ihr dürftet gar nicht so viel sehen. Das ist wahr. Ich muss kurz Prison Architect neu starten. Das tut mir sehr leid. Da ist jetzt gerade mein Virtual irgendwas abgestürzt. Das ist doof gelaufen. Oh Mann. Es gibt einen Cop, der in. Moment, ich muss kurz das Prison laden. Zum Glück gibt's Autosaves. Das ist jetzt doof gelaufen. Ein Kopf, der einen Rüstung hat, Schwert, einen Taser. Die Hälfte müssen aus dem Gefängnis entkommen. Der Kopf muss sagen, was die Hälfte machen müssen. Das ist ja praktisch der Jail-Mode. Oh mein Gott, jetzt seht ihr meinen Steam-Key für das Spiel. Das ist doof. Das solltet ihr nicht sehen. Aber doch nicht, ihr seht es nicht, weil es nicht aufgenommen wird, ne? Ich hab das jetzt gar nicht gesehen. Okay. Gut. Dann brauche ich mich da schon. Jail Door. Okay. Das ist schon schön. Achso, das bauen die jetzt erstmal. Okay. So, wo sind wir denn hier gerade gewesen? Okay, wir haben hier unten noch gesagt, wir wollen den Raum noch unten dran bauen. Dann sind wir schon fast wieder auf dem alten Standard. Das ist natürlich doof gewesen. Muss man sagen. Wir speichern das gleich mal ab, bevor wir hier irgendwie Probleme noch kriegen.
So. Und der Häftling machen, die Häftlinge machen was, was nicht erlaubt ist und in einen Grund gibt zu sterben, den kann der Cop den Häftling töten. Ja, ja, das ist praktisch der Jail Mode von CSS. Wenn man so will. Das sind wir wieder. Ja, willkommen zurück. Claudio, willst du mir mal einen Gefallen tun? Ich sehe nämlich in diesem Admin-Mode nicht, wie viele Viewer ich habe. Kannst du mir mal kurz sagen, wie weit ich bin? Wie viel wir da gerade sind? Sekunde. Also auf jeden Fall schon weiter, als ich jemals war. Du hattest nämlich vorhin 33. So, natürlich. Vielen Dank dafür. Die Häftlinge was machen, was nicht... Ja, gut, das habe ich schon gelesen. Ich bin doof. Was sind das Zwischenwände? Was sind überall Zwischenwände? Es tut mir leid. Wir sind bei 24,4. Nicht schlecht. Die weißen Linien sind alles Wände. Praktisch. Willkommen zurück, Oldie Goldie. Kass, nein, CSS. Keine Ahnung, wo der andere hin ist, weil irgendwer wollte vorhin das auch erklärt haben. Der hat gesagt, ich bin in einer Stunde weg. Also habe ich es jetzt früher gemacht. Jetzt, keine Ahnung, ob der da war. Okay, wie viel waren denn? Aber auf jeden Fall habe ich einem Menschen geholfen, das reicht mir. Sehr schön. Das ist doch gut. So. Bin ich so der Erklärmensch eigentlich, glaube ich. Drauf an. Aber ich hoffe, du hättest es mir erklären können, das hat gereicht. Mir was zu erklären ist schwer. Ich sehe übrigens gerade, hier haben wir so eine kleine Lücke. Bitte? Es läuft eigentlich da alles in so einem TS-Amok. Fühlt sich nackt Freilor? Fühlt sich nackt Bus Klaus Klaus? Fühlt sich angezogen? Holy shit! Komische Menschen. Oder Verrückte hier. Ach, da oben wollten wir noch den Raum ziehen, genau. Das war falsch. So. Bling. Bling, 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 bling. Übrigens auch an die Leute jetzt auf YouTube, das hier ist nicht das Prison, das ihr nach meinem Let's Play sehen werdet. Dieses Prison hier, ist einzig und allein für Livestreams da. Du machst ja noch 1,25 Stunden, ne? Ja, du kannst auch gerne, wenn du was anderes machen möchtest, essen gehen oder so. Nein, das ist, nein, ich wollte gerade sagen, dann gehe ich mit Yoshi LOL zocken, aber es funktioniert ja auch nicht. Ja, das ist... Ja, ich hab gerade erst so alleine. Kannst ja mit ihm das, Honored reden drüber. Die Büros sind auch weg. Ich bin noch mal eine Stunde weg, ihr könnt ja noch ein bisschen... Hä? Ich hab grad mit dem Chat geredet. Ah, okay. Dann lasse ich euch noch eine Stunde vorglühen und bin dann 3:45 wieder da. Alles klar. Bleib schon. Bis dann, Mädels. Bis dann! So, 4x4. Das war 4x4, ne? Training. Das heißt, wir machen hier die Büros jetzt... Doof. Weg. So. Es ist übrigens schade, dass viele Leute dieses Tool hier kaum verwenden. Was ich jetzt gerade verwende, dieses Planning-Tool, das ist eigentlich so wahnsinnig praktisch. Da gibt es so ein paar Fälle auf YouTube, die ich schon gesehen habe, die da nicht so ganz konsequent mit umgegangen sind und deswegen einige Male in Schulden geritten sind. Ich meine, für jeden, der die Videos von XDQM Hose schaut, der sollte wissen, was ich meine. So, da, da und da. Gibt es eigentlich irgendwelche Voraussetzungen, um die Trading Cards zu bekommen? Du musst das Spiel gekauft haben. Also zum Beispiel, es gibt ja auch... Was es halt gern, was es gibt, ist das... Ding? Was ist mit dieser Tür hier los? Ich dismantle die mal. Irgendwas stimmt da nicht so richtig. Es gibt... Die... Trading Cards ja auch von... Wie heißt's? TF2. TF2 könnt ihr allerdings nur Trading Cards bekommen, wenn ihr das Spiel auch, also wenn ihr einen Premium-Account habt. Ich habe es mir damals zum Beispiel gekauft, als es noch kostenpflichtig war. Sonst gibt es aber keine Voraussetzung, man muss halt das Spiel haben. Und das sind überall Wände mit den orangen Linien. Diese Wände mit den orangen Linien, das ist nur das Baukonstrukt. Wenn das der Raum fertig ist, wird sich das verändern. Das werden wir gleich noch sehen. Ich hasse es, wenn sich die Bauarbeiter so leicht einbacken. So. Das
So. Mal gucken. Habt ihr den Zaun da oben endlich abgerissen? Ja, danke. Ich finde es schade, dass man nicht wirklich ein bisschen mehr vorspulen kann. Das ist ein bisschen lang. Oh, jetzt kommt der Wind hier rein. Wie baut man denn die Innenwände? Die Innenwände baut man, indem man hier auf Materials geht und dann seht ihr hier Brick Wall. Da kann ich die dann bauen. Das werden wir gleich sehen. Das hier sollte sich zum Beispiel jetzt gleich verwandeln eigentlich. Das hat kein Ende. Okay, ja, es hat mir auch die Eingänge gelöscht. Das ist natürlich wunderbar. Wir wollten, dass sie einen direkten Weg da rein haben. So. Wenn sie jetzt die Wand platzieren, dann wirst du sehen, das wird hier verschwinden. Und dann werde ich die Innenwände nachziehen müssen. So, das hier braucht auch noch einen Eingang. Da haben wir gesagt, machen wir hier eine Tor rein. So. Kann man auch Sachen auf anderer Straßenseite bauen? Ich glaube ja. Können wir gerade mal gucken. Hier mal so ein Fenster. Ja, ich kann hier ein Fenster zum Beispiel platzieren. Also, ja, man kann es. Aber auf der anderen Straßenseite ist halt relativ wenig Platz. Ich kann mir aber später hier die Grundstücksgebäude auch noch, die Grundstücke hier an den Rändern noch nachkaufen. Wenn mir das Gefängnis irgendwann ausgehen soll, der Platz. Also da ist schon für gesorgt, dass man hier eigentlich dann endlich lang bauen kann. Die Frage ist, ob man das wirklich möchte, in dem momentanigen Zustand. Ach, Moment. Haben jetzt hier zwei Doors drin? Das will ich nicht. Warum verwandelt sich dieser Raum hier gerade nicht? Irgendwas stimmt da nicht. Ah, da hat sich jetzt gerade irgendein Raum. Der da unten. Der hat sich jetzt verwandelt. Du siehst, die Innenwände sind weg. Und jetzt kann ich mit dem... mit der Brickwall... Wände nachziehen. So, und im Planning kann ich jetzt dieses ganze Zeug wegmachen. Das stört mich nämlich. So. Und jetzt kann ich auch hier drin die Offices bauen. Wir gehen hier hin. Office, Office, Office. Ich find's nie. 4x4. 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 Und 4x4. Und jetzt brauchen wir noch... Ein Office braucht gewisse Objekte drin, zum Beispiel braucht es ein Desk. Es braucht... Warte. Mein OCD sagt mir, dass es so rum muss. Filtering-Kabinett, das kommt so hin. Filling-Kabinett, ich sag immer Filtering, obwohl es Filling heißt. So. Und wir können schon mal zum Beispiel den ersten einstellen, den Warden. Der ist nämlich wichtig. Hallo. Das sind überall Löcher in der Wand. Nein, das ist wegen den Türen, ja. Wie viel kostet die Vergrößerung des Grundstücks? Kostet 80.000 auf der größten Größe der Karte. Ich weiß nicht, wie es bei kleineren Kartengrößen ist. Warum wird hier jetzt nichts gebaut? Warum wird hier das Ding hier nicht zum Raum gemacht? Ich verstehe es nicht. Oder das hier. Warum werden die hier gerade nicht zu Räumen gemacht? Warum fehlt da oben was? Das war da bei der Fans, ne? Ich würde das jetzt gerne bauen, aber das wird einfach nicht gebaut. Was machen die denn gerade? Also die machen gerade den Zaun fertig, ne? Ja gut, der ist ja bald fertig. Warum zählt das hier jetzt auch nicht? Was ist das Problem gerade hier? Es ist doch indoors. Achso, weil der Raum noch nicht drum fertig ist. Das zählt noch nicht als Wände, deswegen, habe ich recht. Ich finde gerade ein bisschen unübersichtlich mit den Löchern. Ich hätte da Panik. Keine Panik, daran gewöhnt man sich. Keine Sorge. Was meinst du mit den Löchern genau? Du meinst diese Löcher hier? Oder was? Dass da immer wieder so orange Balken dazwischen sind, oder was? So. Im Bürogebäude. Was ist ein Bürogebäude? Ja, bei den Türen. Also die Türen, ja, das ist, ich weiß nicht ehrlich gesagt, warum die Türen hier jetzt die ganze Zeit offen sind. Das ist noch irgend so ein komischer Bug, der mich ein bisschen nervt auch. 12 Stunden bis die ersten Häftlinge kommen, exakt. Ich habe gerade was gehört. Licht, 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 Licht. Ah, guck mal einer an. Da wurde was gebaut. Warum nur zum Teil? Okay, whatever. Wir haben hier die ersten Zellenblöcke fertig. So, jetzt können wir hier Brick Wall. Da runter, so runter. Jetzt kommt der Trucker mit mir. Wir müssen hier uns ein bisschen beeilen jetzt. Weil wir müssen... Ding machen. Wir müssen jetzt die ganzen Zellen mal fertigstellen. Damit wir jetzt die ersten 8 Häftlinge nicht gleich in die Holding-Zelle müssen. Deswegen baue ich hier schon mal gleich alle Zellen hin. So. Das hier werden die Duschen. Die baue ich mir gleich. Ich mache hier gleich mal einen Shower.
werden. So und so. Dann kommt das hier dann weg. Und Objects, die brauchen einen Drain. Da, 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 da. Und da. Da, 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 da. Und die brauchen Showerheads. Und das Ding ist natürlich Showerheads und auch das Licht, also es braucht hier Strom. Und das hatten wir ja vorhin schon das Problem. Das kommt hier oben jetzt hin. Die Power Station zum Beispiel. Wir haben eine. Das ist ein Zufall. Wir brauchen auch noch eine. Wir haben einen Kompressor, den bauen wir auch gleich dran. Dann wird die Power Station etwas besser. Wenn Gefangene kommen, gehen zu. Ja, 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 okay, das kann sein, aber stimmt. Wenn die Gefangenen kommen. Aber bei den Solitary Cells ist es so, dass die noch überbuggt sind. Da bleiben die nämlich offen, das weiß ich. Seifen nicht vergessen und mein Niveau sinkt. Ja, ich merk's. So, wir bauen. Haben hier oben die Dinge hingestellt. Wir brauchen noch die Water Pump jetzt. Dahin. Und dich. Bauen wir gleich. So, so, so. Einmal durch. Und hier so. So rüber. Und so. Damit die Duschen versorgt sind, natürlich. Ich finde die Schatten cool. Ja, ich finde ehrlich gesagt das ganze Spiel ziemlich cool hier. Das ganze Spiel sieht auch wirklich schon gut aus, dafür, was es halt auch ist. Wenn man sich bedenkt, das ist alles noch Alpha-Game. Das ist so ähnlich wie KSP vom Fortschritt her. Also dafür, dass es Alpha ist, sehr fortschrittlich. Ach doch. So, perfekt. Das Geräusch war dafür, dass der Ding hier da ist. Wir können jetzt mal. Ich weiß nicht, ob ich da das wirklich machen muss oder nicht. Ich mach's einfach mal. So, und das ziehen wir auch einmal durch. Das ziehen wir sogar hier bis hier unten durch. Zu den Büros müssen wir sogar durchziehen. Das wird es ein bisschen kosten. Aber das können wir uns ja leisten. Wir haben ja das Geld. Kleine Röhre können durch Wände. Alle Rohre können, glaube ich, durch Wände, oder? Die kleinen Rohre vertragen halt nicht so viel, soweit ich weiß. So, die kommen aber an die Toiletten. Duschen und Toiletten und so werden doch mit kleinen Rohren versorgt. Duschen werden mit großen Rohren versorgt wegen den Drains und fließt mir hier nämlich allen Dreck raus. Also das mache ich immer so, dass es einfach wirklich sicher drin bleibt. So. Ich designiere mal ein paar Zellen. Brauche nicht. Welche? Für die ankommenden Häftlinge. Die kommen nämlich schon bald. Wer euch erinnert. Ja, okay, jetzt sind 8 Stunden. Das ist schon sehr, sehr bald. So, Objects, Betten. Dürfen. Wisst ihr eigentlich, ob Fenster bereits eine Auswirkung auf die Prisoner hat? Haben tut. Wäre mal interessant zu wissen. Ich kann übrigens jedem, der solche Aufbauspiele mag, dieses Spiel nur empfehlen. Ich weiß, 25 Euro sind etwas happig dafür. Das noch nicht. Das noch nicht. Aber wer sowas mag, hat es auf jeden Fall mal im Auge behalten. Falls es auch mal im Angebot ist oder so. Leid die kleinen Röhre gehen über 30 Felder weit. Leid außerdem musst du die Büros fertig gestalten. Habe ich doch schon, zum Teil. Also das eine Büro. Was ich hier forschen muss, ist mal Finanzen. Eigentlich muss ich mal alles erforschen. Oh, hätte ich mal denken sollen. Den hätte ich nicht erforschen müssen. Kann ich jetzt aber nicht mehr abbrechen. Mental Health hätte ich erforschen müssen. So. Ja, die hier muss ich auch machen. Aber mir sind Zellen gerade ein bisschen wichtiger. So, Office Desk. Building Kabinett. Und Chair. So. Ich fände es ganz schön, wenn die sich jetzt hier mal ein bisschen beeilen würde mit diesem Raum hier, weil das ist die Küche und die muss auch mal eingerichtet werden. So, so. Und wir brauchen eine Staff Door. Und das wäre der Medical Ward, den müssen wir erstmal erforschen. Wir können aber schon mal das hier aufbauen. Ja, wir haben hier gesagt, dass hier wird die Kantine. Kantine, 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 Kantine. So, Kantine. Links, Planning. Da kommt die Tür rein. Objects.
Da, wir haben sogar noch eine übrig. Da. So. Und jetzt können wir hier mal, brauchen nämlich für die Kantine ein paar Tables. Also erstmal machen wir nur einen. Und das hier. Passt das genau hin? Nein, passt nicht genau hin. Okay, schade. Macht das immer so, dass es genau nicht hinpasst. Ist ja immer noch... Ah ne, jetzt ist da einfach nur gar nichts mehr. Okay, dann brauchen wir da noch eine Wand. So. Captain, ich bin gerade reingekommen und wollte fragen, wann du KSP spielst. Ja, tut mir leid, ich habe schon KSP gespielt. Ich habe die Challenge schon gemacht und haben einige mal Prison Architect sehen wollen. Und dann habe ich halt gesagt, dann machen wir Prison Architect jetzt eine Runde. Tut mir sehr leid. Aber sagen wir so, der Stream ist aufgenommen. Das heißt, ich werde das Ganze auch auf YouTube hochladen, dann wieder. Also für die Leute, die jetzt auf YouTube sehen, die sehen es ja schon. Und ich werde auch wieder livestreamen, so viel steht fest. Also es wird, also ich gehe mal fest davon aus, dass ich wieder livestreamen werde. Und sehen wir. Wir brauchen da oben definitiv einen Kompressor, weil unser Energielevel, der ist hier oben. Und wenn er da oben ist, dann haben wir einen Ausfall. Das wäre ärgerlich, deswegen will ich zwei weitere Kompressor haben. Ist vielleicht ein bisschen Verschwendung, aber ja, so. Livestream interaktives LP. Ja, sozusagen. Also das hier ist jetzt so praktisch das interaktive Livestreaming. So, jetzt haben wir hier endlich auch mal diese... So. Das Planning da unten weg. So, wie weit sind wir hier? Final, wir sind fast fertig. So, jetzt haben wir die Two Offices und wir können das Grant abschließen, indem wir den Account da rein. Nein! Was ist denn heute los? Ist schon wieder abgestürzt. Dieses Spiel macht mich fertig. Ist das ein neuer Bug oder so? Warum stürzt denn das Spiel die ganze Zeit ab? Zockst Flash Games, also Spiele im Web, die man nicht runterladen muss. Kommt drauf an, wenn sie gut sind. Also das nervt jetzt ein bisschen mit diesen dauernden Abstürzen, ne? Ein kleines bisschen. So. Ich nehme die weg. Load. Oh nein, wann war der letzte? Nein, warte. Wir gehen auf den Autosave. Ich glaube, der ist... Load. Autosave. Wann ist der? Der war weiter. Der war immerhin etwas weiter. Mann, das nervt, dass das jetzt hier die ganze Zeit abstürzt. Ich mal dran denken müssen zu speichern. Wie weit sind wir hier? Büros sind fertig, aber noch nicht die Wände gezogen. Die Wände werden aber wahrscheinlich gleich gezogen. Okay. Die Dinger müssen noch fertiggestellt werden. Ach, das ist wieder so ein Rückschritt an Mass. Wunderbar. Das nervt jetzt so ein kleines bisschen extrem. Hm. Ja, komm mal hin. Es war jetzt ein bisschen schade, dass mir denn zum Glück nicht im Let's Play bisher passiert, aber das ist mir jetzt gerade schon zweimal in dieser Aufnahme passiert. Das ist ein bisschen schade. Naja, was will ich denn hier? Ich will doch da Fenster. Noch ein zweiter, so, und dann brauchen wir eine Large Jail Door. Ich habe das mal mit einer Staff Door hier versucht, aber das funktioniert irgendwie nicht. Wir wollen die alle ausbrechen. Willkommen zurück, Crazy. Du hast nichts verpasst, wir sind gerade wieder am Anfang. Ich trinke kurz was, Moment. So. Das, wie gesagt, das Abstürzen hatte ich jetzt noch gar nicht bis jetzt beim Livestream. Da hatte ich es jetzt dafür dauernd irgendwie. Das ist, ich verstehe das nicht so ganz. Es tut mir jetzt sehr leid, dass das, ja, jetzt habe ich gleich instant beim Doppelklicken den Typen immer. Oh, das ist doof. Das ist doch cool hier. Also wie gesagt, es tut mir echt leid, dass das jetzt nicht so... War nicht in meiner Absicht, dass das alles hier abstürzt. Sagen wir es so. Hörst du ab, musst du speichern. Hast du recht, müsste ich speichern, müsste ich öfter speichern, aber das Problem beim Speichern ist, ich weiß ja nicht, wann es abstürzt. Ich muss halt einfach öfters mal speichern. Erinnert mich dran, dass ich ab und zu mal speichere. Into Space 2. Worum geht's in Into Space 2? Was muss man da machen? So.
Macht mal hinne hier. Der Zaun ist fertig, ne? Ja, ich speichere, ja. Ja. Safe. Schrecklich. So. Warum bewegt ihr euch denn nicht? Macht mal hin, ne? Auch Escaped Prison. Passend zu Prison Architect. Kenne ich gar nicht. Kenne ich alle nicht. Man muss eine Rakete zum Mars fliegen. Okay. Das Hotkey für Speichern. Ich weiß es nicht. Könnte ich mal nachgucken. Options. Ja, weggeben. Nee. Timeshot. Ich kann höchstens. Keine Ahnung. Nein. kann hier auch die Steuerung nicht umstellen, wie scheint. Schade. Meine Stimme kackt gerade ab. Ich muss mal kurz was trinken. So, wieder da. Tut mir leid, meine Stimme ist gerade abgekackt. Ich kann einen Autosave-Timer einstellen, das ist doch eine gute Idee. Timelapse. Quality Interval. Ist der Capture-Intervall der Autosave-Ding oder was ist es? Okay. Autosave-Timer. Da, okay. Wo kann ich den ändern? Kann ich da was reinschreiben? Ah, okay. Dann stellen wir den mal um auf 5, dass er vielleicht alle 5 Minuten saved. Hab's, danke. So. Darf man nichts posten? Nein, darf man nicht. Warum, was willst du denn posten? Von einem Spiel da, oder was? Das Spiel muss man natürlich jetzt sagen, ganz klar, das ist noch in der Alpha. Also bedenkt das bitte, das Spiel ist in der Alpha und, nee, wenn die Leute sich für das Spiel interessieren, dann sollen sie googeln. Tut mir leid, aber das ist sonst doof. Das Spiel ist eine Alpha, also solche Fehler sind vollkommen legitim. Was allerdings mich gerade extrem nervt, ist, dass die Formen hier gar nichts machen und meine Gebäude nicht eingebaut werden. 8 Stunden kommt die Prisoner, wir haben noch keine Zellen. Da komm schon. Kann ich schon die Zellen designieren hier? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Wäre ja übertrieben. Und das ginge. Ach jö. Ja, was ist denn jetzt mit den Räumen? Warum werden das jetzt gerade nicht zu Räumen? Das ist jetzt gerade irgendwie hier verschwendete Zeit. Guck mal, die machen hier gar nichts. Du da. Mach den hier zum Raum. Sag, das ist ein Raum. Los, sag, das ist ein Raum. Nicht. Okay. Kann mir jemand sagen, warum das hier gerade nicht zu Räumen gemacht wird? Schrecklich. Ah, jetzt kommt was. Nein. Nein. Das wird nicht zu Räumen gemacht. Warum nicht? Das war vorhin schon längst hier zu diesem Zeitpunkt ein Raum. Hallo. Also das geplante wegmachen und neu bauen. Was? Nee, oder? Dann gebe ich ewig viel Geld aus. Oh, Mann. Das nervt. Okay, wenigstens hat das funktioniert, danke. Aber das ist jetzt zum Beispiel Alpha. Alpha. Das ist Alpha. Es ist legitim, aber nervig. Ich sichere lieber, bevor er mir das wieder hier abhaut. So, Material. So, so. Mit. Hallo. Müssen wir mal konzentrieren hier. Wie ist eigentlich mit dem Ingame-Sound? Ist der zu laut, zu leise? Zählt mal. So, aber schnell hier.
Es ist doppelt so schnell arbeiten, weil ihr doppelt so lange Pausen hattet. So, und runterziehen bis zu den Büros. Und drüber. Ich will nicht über die Wand gehen. So. 24 Leute suchten dein Twitch-Play. Hallöchen, 24 Leute. Das freut mich doch sehr eigentlich. Ist doch eine schöne Zahl, muss man sagen. Freut mich auch, dass ihr so aktiv mitmacht hier beim Stream. Freut mich sehr, ja. Und denkt dran, nachher bei Claudio vorbeizuschauen. Er macht auch sehr, sehr schöne Streams. Also bei Hubschrauber, ja. Bonnie macht ein bisschen das Abwechslungsreich und bei ihm funktionieren ein paar Dinge mehr als bei mir. So. Auch noch die Schüchis. So, wir haben Strom, perfekt. So, runter. Und die kleinen. So. Ups. So. So. Und so. 25. Ich bin eine Karotte, lande auf dem Hubschraub, Schraub, Schraub. Okay. Okay, whatever. Wir bauen die Duschen. Bevor irgendjemand ein Klischee kommt mit von wegen Duschen im Gefängnis, ne? Wir haben keine Seife, die wir platzieren können. Das wäre voll gemein, so Seife und den Boden vom Gefängnis schon festleben, oder? Wäre mal eine Idee. Whatever. Muss auch was machen. So. Ticket. Tech Town? Was ist Tech Town? Nein, das kenne ich nicht. Ich habe schon wieder das Wasser war hier unten irgendwo vergessen. Nein, doch, da, nein. Da, nein. Okay, sah nur so aus. Ist ein LP von Porkchop Media und Zander LP und Shuffle LP. Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist aber gut. Hauptsache, du weißt es. Nein, doof. Doof, doppelt doof. So. Es ist wenigstens ein gutes Let's Play. So. Ist der Raum hier fertig? Ja. Planning. Weg damit. Ist hier jetzt eine. Die Mauer haben sie hier gespeichert, ne? Das ist hier. Ja. Achso, ist der Raum noch hier nicht fertig? Doch, der ist fertig. Nein, der ist noch nicht fertig. Okay. Dann mach mal hin, meine lieben Arbeiter. Der Raum muss auch fertig werden. So, das haben wir gesagt, wir brauchen hier Table. Und Sitzgelegenheit. Und Serving Table. Machen wir mal hier oben hin. Und das Ganze markieren wir als Kantine. Rooms. Kantine, 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 Kantine. Kitchen, Garbage, Office, Storage, River, Kantine. So. Minecraft Modpack, Tacket. Ja, Tacket ist ganz nett. Kennt einer von euch die Atlantis-Reihe, also Ural? Nein, die kenne ich nicht. Tut mir leid. Tut mir leid, Informant. Kriegt der auch gleich einen Office, den brauchen wir nämlich auch. Der kann dann gleich das alles erforschen. Wir bauen gleich die anderen Dinge auch nach. So. So. So, komm, wir bauen jetzt gleich alle hier. Alle Dinge bauen wir aus.
passt schon. Dahin, dahin. Nein, ich doof. Und das fehlt ihm. So. Wenn du Häftlinge bekommst, dann. Opa, ist sie genau. Ja, aber ich weiß, die können Sachen tragen. So, Object Store. Und dort, 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 dort. Da. Von daher. Hat der Rahmenschlüssel vor gewisser Zeit mal gespielt? Ist eigentlich nicht schlecht, vor allem Musik teilweise sehr gut. Okay. Kann sein. Guck, Rahmschnitzel mehr oder weniger selten. Ich mochte sein Ding. Er war doch der Kerl, der Black and White Let's Play habt, oder? Weil das mochte ich wahnsinnig gern. Let's Play. Das war sehr schön. Ich mochte Black and White halt auch sehr gern. Ich mag Black and White sehr gern. Das ist falsch. Nehmt mal das ganze Licht von denen herunter. Achso, warte, ich könnte ja vielleicht mal intelligenterweise ein Room designieren. Room, Room, Room. Und zwar einen Storage Room. Ich merke übrigens, wie meine Stimme das immer mehr anstrengt, hier so lange zu reden. Ist schon interessant. So. Brick Wall. Die wird hier schon gebaut, aber irgendwie auch nicht. Okay. Eine Zelle haben wir schon. Wir können schon einen Gefangenen nehmen. So. Wir wollen noch einen weiteren Raum machen. Können messern, ich glaube schon. Einfach den Häftling ab, also so dass sie gar nicht erst kommen. Ich kann den Häftling absagen, aber da müssen wir ja noch Ewigkeiten warten, bis die neuen kommen. Wir haben noch 3 Stunden, mal gucken, ob wir es schaffen. Wenn, dann sage ich sie kurz vor knapp ab. Das kann ich auch machen. Was ich aber machen werde ist. Wo ist es? Ich möchte einen Metal Detector. Das ist schon um hier. So. 3 Zellen. Seht ihr, das wird doch mit den Zellen. An Unhäftlinge. Okay. Oder unten fehlt ein Strom. Nein! Oh, jetzt habe ich aber gleich echt keinen Nerv mehr dafür. Jetzt hat sich das Scheißspiel schon zum 3. Mal während dem Livestream beendet. Das ist mir vorher nie passiert. Ich weiß nicht, was das ist. Ich verstehe das auch nicht. Broadcast nimmt wieder auf, ja. Ey, das nervt doch. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Gut, da sind wir schon weiter. Load. Semmeln, Serviertisch. Es ist echt nervig. Ja, die bauen auch die Betten erst zusammen und dann tragen die rum. Also immerhin, wir sind schon etwas weiter. Wir haben schon mal hier die Showers und alles. Die wichtigen Sachen. Es ist einfach ärgerlich. Ich verstehe auch nicht, woran es liegt. Das ist so mein größtes Problem momentan. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wenn ich noch wenigstens irgendeinen Anhaltspunkt hätte, wenn es heißt, okay, du baust da was Falsches, so, es kommt einfach random, irgendwann. Ärgerlich sowas. Bin ja kurz davor, die Autosave-Time auf 1 Minute zu stellen, aber dann haben wir, glaube ich, ein ganz gewaltiges Problem, weil dann können wir gar nicht mehr spielen. Save der ja nur noch. So. Das ist eine Alpha. Ja, natürlich ist eine Alpha. Stell Autosave all 2 Minuten. Ja, wahrscheinlich ist es besser. Game. Game. Ah, das hat sich auch wieder runtergestellt, okay. Okay. Er stellt es immer wieder runter. Was ist, wieder hoch? Was ist denn das? Hallo, 2. Jetzt ist er wieder auf 10. 2. Hält das jetzt mal? Ja, jetzt hält das. Ja, jetzt ist drin. Okay. Perfekt. Nein, ich setze es auf 2 Minuten. Das passt ja. Ich weiß, es ist ärgerlich für euch. Es tut mir wahnsinnig leid. Es ist echt nicht schön, hier dabei zuzugucken.
versuche mich zu bessern. Ich habe Schluck auf, das ist noch schrecklicher. Also ich und meine Professionalität, die lassen echt zu wünschen übrig. Aber nun gut. Ja, hier schon mal da abgesperrt und dann da oben jetzt wieder. Okay. Kommt dann dauernd dieses Autosaving. Längerer Livestream. Ja, ist, der Livestream geht ja noch lange. Nur nicht bei mir, es geht dann halt bei Claudio weiter. Moment kurz. Mist! Es tut mir leid, ich habe mich vergessen zu entmuten nach dem Trinken. Tut mir leid. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Ja, es tut mir leid. Nein, ich habe mich vergessen zu entmuten. Meine Professionalität! Sie ist wieder da. Das Problem ist, ich habe einen Mute-Knopf an der Ohrmuschel. Wenn ich. Also. Da, wenn beim Kopfhörer ist ein Mute-Knopf und wenn ich da drauf drücke, dann mute ich mich. Und wenn ich dann aber etwas daneben drücke, dann stelle ich ihn nur leise oder lauter und dann mute mich nicht. Und dann sehe ich das nicht direkt, weil das Licht ist halt so wahnsinnig unauffällig irgendwo an meinem Bauch gerade rumbaumelnd, das dafür steht. Also das Kabel hängt an meinem Bauch, wo steht. Ja, ist es lustig. Schrei gegen die Wand. Nee, danke. Wir wollen doch hier nicht unhöhlich werden. So. Mach mal hin, ne? Hier kommen bald Gefangene. Die wollen wir alle haben. Wir bauen, stellen schon mal zwei Wards ein. Hi. So, Utilities. So. Objects, machen wir hier ein Klo hin. Und wir machen eine Bench hin. Die andere Seite. Und dann nehmen wir Rooms, Holding Cell. Da steht meine Holding Cell. Perfekt. So. Wir haben genug Zellen für unsere ersten 8 Prisoner und wir haben die Showers und das hier ist irgendwie immer noch nicht gebaut worden. Das ist jetzt natürlich beschissen. Daran habe ich auch nicht gedacht, dass ich das noch bauen sollte. Das muss ich jetzt auch so nachbauen, ne? Also ich muss jetzt einfach nur drüber ziehen oder das alte löschen, ne? Alte löschen. Löschen. Drüber ziehen. Löschen. Löschen. Drüber ziehen. Löschen. Drüber ziehen. Kostet jetzt ein bisschen was, aber es macht nichts. So, perfekt. Und da, das Ding, der braucht einen Room. One Entry. So, Eingang. Hallo. Ach, wer ist denn das Ding? Kennt sich jemand mit Teleskopen aus? Nein, leider nicht. Tut mir leid. Ich weiß, dass man da durchschauen kann. Warum macht den Raum hier jetzt nicht? Also wegen, wahrscheinlich, weil es kein Entry hat. So. Ach, die Kantine hat es jetzt auch gar nicht erst gebaut, okay. Zum Glück haben wir das jetzt nicht schon dreimal gesehen. So.
Eine Root. Da ist noch eine Root. Lüg mich doch nicht an, Spiel. Meine Güte. So. So, jetzt brauchen wir. Müssen ein bisschen hinmachen hier. Brauchen auf jeden Fall nochmal zwei Köche. Und wir brauchen einen Room. Wir brauchen eine Kitchen da oben. Und die braucht auch Sachen, und zwar braucht die ein Fridge, ein Sink und natürlich ein Cooker. So. Ich muss gleich niesen. Einen Moment kurz. Wer da? Irgendjemand geht. Auf Wiedersehen. Machst du heute nochmal Minecraft auf deinem Kanal oder Claudius Twitch Channel? Auf Claudius Twitch Channel wird Minecraft kommen. Auf meinem Kanal nicht mehr. Sorry, aber das Schäfchen muss gehen. 22 übrig. Alles klar, 22 ist immer noch gut. 22 ist sehr gut. Wir sehen es nicht mehr verbaut. Für jede Dimension neues Prison. Ach so, ja, das kann natürlich sein. Man kann sich alles schön reden. Ne? So, wir haben ja schon die ersten Gefangenen. Ups. Mir gar nicht aufgefallen. Gucken wir sie uns gleich mal an. Wie wir da alles so haben. Meine doofe Frage, die Tatsache, dass hier 7 von 8 Prisoner stehen, heißt doch, dass schon wieder einer gleich geflohen ist, oder? Witzig. 24, wir sind 24 Zuschauer. Hallöchen, Leute. Freut mich, dass ihr alle so schön da seid. Wir sollten das Regime ändern. Fällt mir dabei auf. Hier Freetime. Walk. Eat, pack mal. Doch dahin, komm. Hier noch ein bisschen Freetime. Walk. Freetime. Und viel Freetime. Du kannst keine Türen in den... Whoops! Ich habe keine Türen in den Einzelnen. Und irgendwie ist der Fuck of War schon wieder da. Ich glaube, ich muss den jetzt immer manuell wegmachen, weil egal welche Einstellung ich mache, er ist immer da. So. Das ist natürlich wahnsinnig praktisch gewesen. So. Wie kann man denn hier alles einstellen? Also, was wir auf jeden Fall brauchen, ist, den Psychologen. Den Chief. Den Foreman. Haben wir immer noch nicht den Accountant. Ich meine, erforschen wir jetzt erst. Okay. Wilde Kantine. Wir haben doch. Wir haben sie nicht designiert. Das ist natürlich blöd. Objects. Oh, nicht Rooms, weil ich Kantine ist da oben. So. Ich sichere das Ganze mal. Ach, das tut sogar schon automatisch, aber ich mach's trotzdem nochmal. Save, Livestream. Save. Dum-da-dum. So, das ist schon wieder kein Fog of War hier. Dass der Fog of War schon wieder angeschaltet ist, das nervt mich so ein bisschen. Was mich auch ein bisschen nervt, ist die Tatsache, dass hier oben diese Wand irgendwie auch nie gebaut werden will. Wir brauchen mehr Zellen, wesentlich mehr Zellen. Wesentlich mehr Zellen. Ja, du brauchst eine Wäscherei. Ja, ich weiß, dass ich das alles brauche, aber das muss ich erst mit den Foreman was erforschen lassen. Das hat er eh noch nicht gemacht. Der hier muss das hier erforschen. Wir können das aber schon mal planen. Was haltet ihr davon, wenn wir so die Wäscherei bauen? Mein OCD sagt mir, dass wir sie so bauen wollen. Und das. Hier hinter. So. Ups. Ups. So, den Workshop bauen
Und das Cleaning Cupboard können wir ja theoretisch, könnten wir doch das Cleaning Cupboard hier hin machen. Was haltet ihr davon? Also ihr dürft hier mitbestimmen, weil das ist ja immerhin der Livestream mit Prison Architect mit euch. Also dürft ihr das alles gerne mitbestimmen. Jetzt haben wir hier... Gut, wir haben den Accountant, den können wir jetzt endlich mal auch machen. Können wir bitte? Nicht? Na, jetzt kommt Autosaving. Super, okay. Was? Irgendwas mit Daily Budget ist nicht in Ordnung. Krieg ich zu wenig Geld pro Tag, dass ich mir den halten könnte oder was? Das ist jetzt irgendwie dämlich, weil ich sehe den Daily Budget nicht ohne und den Accounten. Kannst du bitte die einzelnen Personen erklären? Was meinst du? Das, die hier. Die sind zum Before, also die Guards sind natürlich dazu da, dass sie aufpassen. Das brauchen wir ja auch noch gleich zwei mehr. Oder einen mehr, weil wir kein Geld haben. Weil die Prisoner brauchen was. Dann brauchen wir der Chief, der ist dafür da, dass wir so ein bisschen eben polizeiliche Sachen erforschen können. Der Accountant ist dafür da, dass wir geldtechnische Sachen organisieren können. Der Chief kann auch nachher dafür sorgen, ups, ich habe auf Leertaste gedrückt, kann auch nachher dafür sorgen, dass wir hier das Deployment freischalten, dann können wir Guard stationieren und alles. Chris, du gehst, dann mach's gut. Der Lawyer hat noch keinen Sinn, der Doktor heilt. Gartner macht draußen alles schön und der Janitor macht alles innen schön. Der Warden ist praktisch der Chef, von dem geht eigentlich alles aus. Und ja, die Cooks, die kochen. Habe ich jemanden vergessen? Psychologe kann für die Needs da sein. Das heißt, ich kann hier auf Needs drücken, dann sehe ich, was die Prisoner so brauchen, was die so wollen, was die so für Probleme haben. So. Bauen wir doch hier drüben gleich mal diese Räume, bevor uns mal das Geld ausgeht und irgendwie den sinnlosen Sachen. Arg! Diese Exception. Eine Frage, Leute. Jetzt ist es schon wieder mir abgestürzt. Noch eine Runde KSP zum Abschluss oder nochmal Prison Architect starten? Ja, viel Spaß, Bundestag. Oder was ganz anderes. Weiter PA, ja KSP, ja KSP, okay. KSP, KSP, KSP. Okay, dann machen wir KSP nochmal eine Runde. Das soll mir eigentlich jetzt auch mal recht sein. Weil das war jetzt ein bisschen doch doof. So. KSP. Hallo. Da hat es. Gut, dann spielen wir jetzt, was soll man noch machen? Habt ihr irgendwas? Eine kurze Frage, worauf, was? Worauf sollte man bei Triebwerken achten? Darauf, dass du den richtigen Fuel reingießt, nicht, dass sie nicht überhitzen, was meinst du? Auf den ISP solltest du achten, um die Effizienz zu sehen. Das kann ich mal ganz kurz mit dem ISP erklären. Wenn wir hier jetzt zum Beispiel gucken, diese Engine, wenn wir jetzt hier an der Seite, wo ich nicht mit der Maus zeigen kann, wenn wir jetzt hier an der Seite gucken, bei diesen großen Auflistungen, da sehen wir Energy Max Power, Energy Min Power und dann sehen wir ISP C-Level, ISP Vakuum. ISP ist die Effizienz. Wie wär's mit Kinetic Void? Nächster Livestream, okay, Kinetic Void, jetzt noch die letzte halbe Stunde anfangen, dann, das kennt kaum einer. Fände ich jetzt irgendwie doof. Aber im nächsten Livestream können wir mal eine Runde Kinetic Void machen. Wie wäre das? Willkommen zurück, Bundestag. Auf der ISP ist erklärt so ein bisschen die, nein, es gibt noch kein 2021 für die Normalsterblichen. Der ISP erklärt, der ISP ist so ein bisschen für die Effizienz zuständig. Aber Dings müsst ihr auch auf den Thrust achten. Das heißt, unter dem, steht es gar nicht, nein. Oben drüber halt die Power.
von den Dingern. Da seht ihr zum Beispiel diese große Engine, die Skipper Engine, die hat einen ISP im Sea-Level, also innerhalb der Atmosphäre von 300 und sonst von 350. Der hier hat einen ISP von 280 auf 3 und auf 330. Sprich, eigentlich ist der Skipper besser, effizienter. Aber der Skipper hat weniger Maximum Power, und zwar wesentlich weniger. Wie ihr seht, hat die andere fast 1000 mehr. Natürlich kommt es auch auf die Power an, denn je höher die Power, desto schneller kommt ihr aus der Atmosphäre und so raus. Deswegen eignet sich diese Engine zum Beispiel besser, um aus der Atmosphäre rauszukommen, während man mit dieser Engine wesentlich effizienter burnen kann. Ein Tipp, ihr könnt zum Beispiel diese Engine in die Mitte, drumherum, also ihr könnt so einen Tower bauen, wartet, ich zeige es euch kurz. Ihr könnt so einen Tower bauen. Nun nehmt ihr die Skipper Engine, die baut ihr hier drunter. Dann nehmt ihr von diesen seitlichen Decouplern. Dann nehmt ihr wieder diese Tanks hier. Hier vielleicht nicht ganz so viele. Vielleicht nicht so intelligent. Oh, nur vier. So. Und jetzt baut ihr drumherum die hier. Und damit kommt ihr schnell in Orbit. Und wenn ihr jetzt Fuel-Leitungen nach hier reinhaut, wie diese Engine auch startet, das Ganze launcht, dann werdet ihr sehen, wir kommen relativ schnell in Orbit und können dann nachher mit dieser kleinen Engine, wenn wir schon weiter oben sind, und sie ihre Effizienz dann ausnutzen kann, auch wirklich, ja, könnt ihr damit besser sein. Also, war gerade Pizza machen, jetzt wieder KSP. Ja, jetzt wieder KSP, weil das Spiel nochmal abgestürzt ist und ich jetzt gerade keine Lust mehr hatte, mich darum nochmal zu kümmern, und dann auch viele meinten, wir sollten nochmal machen. Es geht um die Effizienz von Engines. Macht doch ein bisschen Müll in KSP, einfach nur spaßigen Kram. Rover, so. Ja, ist das spaßiger Kram? Ich habe vergessen, dass die Dinge überhitzen. Achtet darauf, dass die Dinger nicht überhitzen. Tschüss. Was versteht ihr an spaßigen Kram? Worauf habt ihr denn Lust? Du brauchst SRS. Also eigentlich nicht, aber doch. Aber nicht. Wisst ihr, was spaßig ist für mich immer? Jets bauen. Weil die Jets kann ich so absolut gar nicht bauen. Crazy wird sich jetzt gleich an den Kopf langen. Nein, das ging um den ISP. Crazy wird sich gleich in den Kopf langen, weil er kann richtig gute Jets bauen, ich kann sie überhaupt nicht bauen. So. Bau doch mal einen Jet. Ein Heli bauen. Nee, ich will jetzt nicht. Ich weiß, ich kenne den Heli, den Stock-Helikopter. Ich finde das cool, dass der funktioniert, aber ich habe keinen Bock, den jetzt nachzubauen. So. Bauen wir mal einen kleinen Jet. Hust, klein. So. Die Engine. Wir können gucken, ob wir zum anderen Space Center kommen, ne? Facebombs incoming, genau. Bauen einen Jet aus los Flügen, Cockpit und einem riesigen Fuel Tank, der vor dem Start abgedockt wird. Virus, was meinst du damit? Der Fuel Tank zum Beschleunigen. Hä? Bau ein Jet nur aus Flügelcockpit und riesigen. Achso, dass ich. Nein. Du meinst, dass ich mich einfach nur durch die Kappeln beschleunige, oder was? Jetzt mal. Mein Jet mit Antrieb vorne schon klar. So. Nein, die Dinger sind scheiße. Mag die nicht. Machen wir das so. Komm, da brauchen wir doch die Dinger da. Na. So. Und dann die hier. An die Seite. Und die langen Landeklappen. Ich sollte mal ändern, dass ich KSP spiele noch, ne? Na, komm. Twitch. Bug Twitch, ey. Kabel. Komm. Komm. So. Update. Ich hoffe, das hat funktioniert. Ja, sollte. So. Und jetzt machen wir Räder dran. Und fliegen rum. Räder. Wo sind die Räder? Da. Was
Das Problem ist, was ich genau weiß, dass diese Räder nicht so funktionieren werden, wie ich es will. So. Weil das hier, die hier tiefer sitzen. Gut, egal. Ist nur so ein Standard-Lounge-Ding. Die Fuel-Tank mit Triebwerkrädern obendrauf. Drohnenkopf, zwei Flügel. Wenn abgekoppelt wird und nur mit Restspeed fliegen. Ja? Ach so, ja, nö. Wir wollen doch schon ein bisschen rumfliegen. Jetzt fehlen nur so eine Art Leiter. Ja, Geo, du hast es gerade geschrieben. Intex wäre nicht schlecht gewesen. Mit dem Ding komme ich nirgendwo hin. Ah, Yannick. Nachdenken. Lounge. Ja, das habe ich. Im Chat in den Orbit, vergiss es. Das dauert mir zu lang. Weil es eine coole Sache wäre, aber es dauert mir zu lang. Ja, crazy, ich hab's verstanden. Meine Güte. Glaubt ihr, wir schaffen das noch? Glaubt ihr, wir schaffen das noch? Ups. Hoppla. Ich wette mit dir, ich krieg das Ding noch in die Luft. Irgendwie. Jetzt soll ich erstmal die Brakes anmachen. Ah, wurscht auf die Brakes. Wird das Ding ja hier erstmal hochfreddeln. Komm, nein, 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 nein! Ich drücke immer die falsche Taste, um das auszubalancieren. Endflight, Restart. Ich will das Ding in die Luft kriegen. So viel steht fest. Nein, 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 ah! Okay, die Dinger sind zu tief. So viel steht fest. Ja, Facebombs incoming, wie gesagt. Crazy wird wahrscheinlich am liebsten jetzt gleich den Stream abschalten. Was genau soll das jetzt bringen? Weg damit. Die Box können wir da auch nicht anbringen. Alter Schwede. Ja, die sind zu groß. Die sind noch ein bisschen größer, ne? Wir bauen die jetzt einfach so untereinander. So. Und daran... Jetzt sind wir schon tiefer. Launch. Nee, nee, ich find's lustig. So schlimm ist es auch nicht. Ja, das sagen sie alle am Anfang. Stell dir... Stellt euch mal die Lostliste auf den 02. Das wollt ihr nicht wissen, wie viele Körbenauten ich wohl allgemein schon in KSP verloren habe. Das muss echt schlimm sein. Die weißen hier ganz oben. Und er ist schon mal stabiler als gerade eben. Weißt du, was ich aber vergessen habe, Crazy? Ich habe die Teile so nach oben fliegen vergessen. Diese Klappen da. Das ist ach, je. Die weißen Dinger ganz. Ja, die Teile. Ja, ich vergessen. Och, je. Ich hab's genäht hier. Die Teile meinst du, soll ich benutzen zum Stabilisieren? Probieren wir es aus. Oh je. Yeah. Ich bin so grottig in diesen Dingern hier bauen. Raketen schaffe ich, aber die Teile. Ah. Oh. Wirklich. Ja, Facepalms incoming. I know. Mit dem neuen SAS-System wäre das auch schöner jetzt. Aber immerhin. Scheint zu funktionieren, mehr oder weniger. Komm. Ja, Mann. Seht ihr? Ich kann's. Ich hab's geschafft. Hey, das Teil da oben ist cool. Ich will umdrehen. Ich will zum anderen Vehicle. Ich will zum anderen Center fliegen. Ich will mal gucken, ob ich das finde, spontan. Das habe ich ja schon seit Ewigkeiten versprochen, mal dahin zu fliegen. Hab's nie gehalten. Hallo, Salto? Mach einen Salto. Nein, ich mach keinen Salto jetzt.
An dem neuen SAS-System wird es so sein, dass ich zum Beispiel mein Schiff trotzdem kontrollieren kann. Es wird nicht mehr alles so hin und her flabbern. Wenn ich jetzt SAS anschalte, dann wird nichts passieren, weil ich kein SAS dran habe. Normalerweise würden die Flügel hin und her fliegen. Es ist ein bisschen schöner, ein bisschen angenehmer. Dadurch. Halt, pass auf die Engine auf. Ja, schon aufgepasst. Das Ding wird mir nicht überheaten. Ich wette, wie lange dauert, bis das Teil crashen wird. Wo ist eigentlich der Kerl, der vorhin mir 5 Euro schuldig ist, weil ich die Challenge geschafft habe, wo er gewettet hat, dass ich es nicht schaffe? Es läuft stabil und lässt sich steuern, ja genau. Momentan ist das normale SAS ein Jahr auch steuern, aber naja. So, du wolltest ein Salto haben. Ich probier's mal. Vollgas. Komm, komm, komm. Ja, langsam, aber sicher. Willkommen zurück, Master of Disaster. Ich kann noch eine Barrel Roll machen, wenn ihr wollt. Unglaubliche Geschwindigkeit, ich weiß, es ist abnormal schnell. Vor allen Dingen finde ich schön, wie wir hier gerade an Höhe nehmen. Ich werde wahrscheinlich eher Flameouts bekommen als ein Salto mit dem Ding. Es ist gerade der Master of Disaster. Ja, ich glaube, ich bin gerade eher der Master of Disaster. Hast du recht. Hat gar keine Pitch Control. Das ist das Ding, wo man das sagt. Oh mein Gott, die sind gleich für 10.000 Meter. Ich krieg gleich ein Flameout. Yep. Wollen wir den Flameout sehen? Ich glaube, ich lasse den Flameout einfach mal machen. Also jetzt schreit jeder nein. Aber ich glaube, da schreit nicht jeder nein. Niemand kann dich übertrumpfen, okay. Keiner schreit nein, dann schreit, machen wir einen Flameout. Go, go, go. Der Flameout war nicht so spektakulär wie erwartet. Weil die Engine genau hinten dran hinter dem Center of Mars steckt. Komm. 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 Höher, 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 höher. Ein Salto machen. Ja. Ich sag's mal so. Es war so ein halber Salto, ne? Zählt das? Ich glaube nicht. What the fuck? Wie soll ich das jemals wieder unter Kontrolle kriegen? Na doch, ich schaff's. Komm, komm, rüber. Nein, 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 nein. Vollgas geben. Das. Okay. Ich habe noch keine Luft, das ist das Problem gerade. Halt, ich könnte dir meinen Spaceship One schicken. Die müsste ich jetzt reinbauen. Das lohnt sich jetzt nicht mehr für die letzte Stunde. Single Engine Flame out, langweilig. Ja, da hast du recht. Ich brauche Luft. Sonst kann ich nicht abbremsen. Das Ding ist praktisch gerade etwas unkontrollierbar geworden. Darf ich aufhören zu drehen? What the fuck? Halt! Hoch, 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 hoch. Wir retten diesen armen Carbonauten wenigstens noch. Wir retten ihn irgendwie. Ich habe vor, ihn zu retten, sagen wir es mal so. Ich hätte vielleicht Fallschirme an seinen Cockpit bringen müssen sollen. Oh, das sieht gefährlich aus. Also sieht cool aus. Diese IWA-Sicht haben sie echt gut hingekriegt. Godmaster. God of Disaster. Ja, das könnte sein. Er macht hier eigentlich alles KSP-Videos. Wenn ich schon keine Zeit für meinen Let's Plays habe, brauche ich mehr KSP-Stuff. Das ist eine gute Frage. Wer macht hier KSP-Videos? Abspringen, damit Checkpoint bremsen, das wird nicht funktionieren. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht funktioniert. Ich habe das Ding gerettet, Leute. Da bin ich nicht gut. Ich habe das Teil gerettet. Ja, stimmt, Crazy macht Videos. Soll ich denn landen?
Aber sollen wir jetzt echt noch versuchen, zu diesem anderen Space Center zu fliegen? Das ist halt echt ein weiter Flug. Leider. Eject, eject, eject. Haubitzen-Berserker möchte unbedingt unseren Kabonauten töten. Was sagt der Rest dazu? Wenn ich ejecte, dann fliege ich aber nochmal hoch. Wetten wir, dass ich schaffe es zu landen. Ich schaffe das Ding zu landen und den Typen zu ejecten, nur dass er stirbt. Dann, wenn er gelandet ist. Ich land das Teil jetzt. Pass mal auf, ich habe Crazy's Dinger auch schon geschafft zu landen. Nein, ich habe keinen Schleuder. Das ist leider nicht. Das ist leider noch nicht eingebaut. Waren seine letzten Worte. Das könnte natürlich durchaus sein, ja. Ihr habt so ein schönes Vertrauen in mich, das ist schön. Ja. Oh mein Gott, warum zieht das Ding nicht nach oben? Sieht schön aus, wie es langsam dem Boden entgegenkommt. Aus, 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 aus. Bremsen, bremsen. Bremsen! Brems! Ihr habt nicht gesagt, wie ich landen muss. Ihr habt nur gesagt, dass ich landen soll. What the fuck? Was ist eigentlich mit der Kamera gerade los? Darf ich wieder normal richten? Danke. Jede Landung, von der man davonlaufen kann, war eine gute Landung. Und er läuft. So schlecht kann es also nicht gewesen sein, oder? Das zählt nicht. Ich finde, das zählt. Genau, er lebt noch. Das ist doch die Hauptsache. Glaubt ihr nicht, dass das eine gute Landung war? Also ich fand die gut. Was ist jetzt passiert? Gib mir mal mein RCS. Hopp. Hui. Blüm. Hui. Hui. What the fuck? Okay, okay, es zählt nicht. Ist ja in Ordnung. Wir können ja mal was anderes fliegen. Können wir mal so ein Stockschiff fliegen? Wo war das? Das VTOL, das die da mal reingebaut haben? Wie ist das? Da. Dann fliegen wir doch einfach das Ding hier. Jetzt haben die Flagge in den Boden. Ich habe schon wieder vergessen, die Flagge in den Boden zu haben. Bruchlandung mit 300 Meter in Sekunde. Frisur sitzt. Naja, Schwarzwerbung hier. Wir können ja mal Scott Manley-Style machen. Und uns wirklich mal auf dem Ding begeben. Auf die. Das Kerbal Space Center, auf das Vehicle Assembly Building. Kannst mal versuchen. What the fuck? Ich drücke immer die falschen Tasten. Ganz jetzt ab. Das VTOL finde ich voll cool gemacht eigentlich. Das Ding her. Na, glaubt ihr, ich schaff's? Also jetzt würde ich nicht mehr wetten. Hat sie überlebt, um hier zu sterben. Olva. Olva. Nope. Du glaubst es nicht. Nein, du glaubst es auch nicht. Okay. Los, 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 los. Das ist schön, ne? Ich bin der Kerl, der die Tutorials für die Raketen gemacht hat, aber sobald es in Space Planes geht, wenn der Fall sagt. Größte Versager, den es gibt. Dafür habt ihr aber Crazy. Crazy macht echt coole Space Days. What the fuck? Ich finde schade, dass ich da jetzt keine in meinem Hangar halte, sonst würde ich eins von seinen zeigen. Aber ich habe leider keine mehr. Ich musste sie löschen aufgrund meines neuen PCs. Zum Thema, ich schaff das, ne?
What the fuck? Hier geht bald der Ding aus. Okay. Ich will den Körper nicht umbringen. Ups. Schön. Das hat es schon mal nicht gebracht. So, auf Desaster im Mund. Hat ihr einen Fallschirm? Du hast Fallschirme. Ja, ich hab's ihn doch verwendet. Ups. Seit Spaceplan hangen. Was haben wir denn da noch? Ich hab die Dinger schon Ewigkeit nicht mehr geflogen. Was ist das da? Mal gucken, ob ich mit dem Ding fliegen kann. Du hast nicht richtig in die Zukunft gesehen, der Körpernaut ist nicht gecrashed. Also nicht alles war ein Crash. Nur ein Teil. Okay, ich habe mal was Dummes gemacht. Ich habe das Landing Gear sofort eingefahren. Das war keine gute Idee. Guckt euch seine Augen an. Oh mein Gott. Oh je, ich bin zu verdammt. Ja, das bist du, mein kleiner Freund. Ja, das bist du. So, mal gucken. Wir landen auf dem Vorderrad. Das ist immer die beste Idee, die man haben kann. Oh. Ups. Ups. Was war jetzt los mit der Engine? Okay. Whatever. So, glaubt ihr, ich schaffe damit einen Überschlag? So ein Looping. Ich hätte eigentlich schon gerne mal einen Looping noch gemacht. Ist ja immer cool. Komm. Ja. 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 Nach oben, nach oben, nach oben. Alles nach oben, alles nach oben, alles nach oben, alles nach oben, alles nach oben. Go, 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 go. 50%, jetzt kommt der gefährlichste Part am Looping. So viel zum Thema, das sieht gut aus. Ah, das ist schön, das macht Spaß. Du musst erst hochfliegen. Ja, wahrscheinlich. Ach, die Flugzeuge halten einfach alle nur nichts aus, so ist es. So, jetzt fliege ich erstmal ein bisschen hoch. Steuert sich übrigens erstaunlich gut, muss man schon mal sagen, das ist cool. So. Und jetzt. Überkippen. Ich habe nämlich allmählich gemerkt, dass ich aus der Kontrolle gerate. Na du mal mit 100 Metern auf die Sekunde auf. Ich habe nicht gesagt, dass ich das nachmachen möchte. Na, na, wer ist der Meister? Wer ist der Meister? Hey. Stimmt, genau, du bist der Meister. Der Master of Disaster bist du. Weißt du, das ist ein Chat, keine Rakete ist. Jojo, keine Sorge. Land das Ding mal. Ich habe nicht gesagt wie, ich habe gesagt, ich land das Teil, ne? Merkt euch das. Das ist ganz wichtig. Wo ist eigentlich Claudio? Der Livestream soll doch gleich losgehen. Gleich zerstellt das Ding in der Luft. Es stößt gegen eine unsichtbare Mauer oder so. Ja, wahrscheinlich. Master of Disaster hat vielleicht sogar recht. Wer weiß. Weniger Gas, weniger Gas, weniger Gas.
So. Boah, eine Wand aus Carbonauten. Nein, das ist doch... Immer auf Geissen. Mach's gut, Crazy, wenn du nachher weiter gucken willst, es geht nachher weiter bei Claudio, weißt du ja, ne? Denk dran. Ich lande halt auch noch voll auf dem Berg, das ist voll praktisch. Oh, schräg. Ist noch praktischer. Wann spielst du Planet Side 2? In dem Livestream schon mal, glaube ich, nicht, weil ich glaube, dafür eine zu schlechte Internetverbindung zu haben. Aber vielleicht spiele ich mal eine Runde Planet Side 2 mit Videoaufnahme und dann Steam und Twitch an Twitter-Ankündigung und YouTube-Ankündigung oder so. Twitter-Ankündigung könnte ich mir dann schon gut vorstellen oder Facebook. Moment kurz. So, da bin ich wieder und erfolgreich gelandet, oder? Was sagt ihr jetzt? Na, Claudio? Da bin ich wieder. Ich bin erfolgreich gelandet. Okay. Wie geht's dir? Ich habe gehört, dein Livestream startet gleich. Ich bin Dead Island getrollt. Ich muss immer mit Josh in meinem Stream spielen. Was? Das könnt ihr ja, irgendwann könnt, muss ich Dead Island. Könnt ihr ja gleich machen, oder? Nee, wir wollen ja gleich Minecraft spielen, ne? Nee, können wir nicht, weil ich das ab 18 schalten muss. Oh. Oh, sorry. Jetzt bin ich gegen mein Herz gestartet. Wegen Uncut and Shit. Ja. Okay, wisst ihr was? Weil ihr es alle sehen wollt. Wir bringen dieses Flugzeug noch zum Explodieren und dann wechseln wir rüber zu Claudio, habe ich gehört. Außer Claudio hat mir jetzt schlechte Nachrichten zu bringen. Claudio? Nee. Okay, das heißt, wir wechseln gleich. Wir machen jetzt nochmal den Looping, wie wir ihn gerade eben gemacht haben. Und dann, ejecten. Okay, ejecten. Ja, ich habe meinen schon mal gemacht. Super. Also... Dann sage ich von meiner Seite auch an die YouTube-Leute da draußen, sowie an meine ganzen netten Zuschauer, die mir jetzt zum Ende noch gefolgt haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Der Livestream geht weiter bei Claudio. Von meiner Seite aus war's das. Light over and out.